Niesen, ist es schädlich, den Niesreiz zu unterdrücken und was passiert überhaupt beim Niesen? Mehr dazu in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu Gerne Gesund. Mein Name ist Steffen Kunert, Apotheker und Gesundheitsunternehmer aus Köln. Ihr habt mich gefragt, ist es schädlich, wenn man den Niesreiz unterdrückt? Da stellt sich ja erstmal die Frage, warum müssen wir überhaupt niesen? Was ist das überhaupt für eine Reaktion? Denn diese Reaktion könnt ihr willentlich eigentlich nicht unterdrücken. Es ist ein Schutzreflex und dieser Schutzreflex entsteht durch Reizung der oberen Atemwege, vor allen Dingen in der Nasenhöhle. Das können Staubpartikel sein, das können vor allen Dingen auch Pollen sein, zum Beispiel in der Allergiezeit. Das können aber auch Duftstoffe sein, es können aber auch darüber hinaus natürlich Erreger sein, Krankheitserreger wie Viren in der Erkältungszeit. Und diese ganzen Stoffe führen dazu, dass der Trigeminusnerv, also ein Nervengeflecht, das in unserem Gesicht sehr, sehr weit verästelt ist, gereizt wird und ein Signal an das Gehirn sendet. Und dieses Signal führt dazu, dass wir einmal kräftig einatmen, also die Lungen schön mit Luft füllen und sich dann die Muskulatur ganz schnell und stark zusammenzieht und dieser Luftstrom mit gut 150 Kilometer in der Stunde rausgeblasen wird, damit durchaus auch Sekret, aber auch etwa 40.000 Partikel, also es führt letzten Endes dazu, dass mit diesem Sekret die Partikel, diese Fremdstoffe, die zu diesem Reizeffekt führen, rausgestoßen werden aus unserem Körper und uns dann natürlich auch nicht mehr belästigen können. Klar, es ist ekelhaft, wenn wir das natürlich ungeschützt tun und unsere Mitmenschen einmal vollblasen. Also sollte man schon irgendwelche Schutzmechanismen hier einführen, also entweder sich ein Taschentuch idealerweise vors Gesicht halten. Wenn man das nicht zur Hand hat, hilft auch die Ellenbeuge. Das ist ja auch so die Empfehlung, wenn man husten muss, weil man mit der Ellenbeuge ja letzten Endes nicht so oft in Kontakt mit anderen Menschen gerät, weil Niesen kann ja immer dazu führen, dass man auch zum Überträger von Krankheitserregern wird. Schlechtestenfalls würde man in die Hand niesen, das ist natürlich auch fies, kann man dann nur an der Hose abwischen, aber idealerweise sollte man dann am besten direkt die Hände waschen. Das sind so die Sachen, die man tun sollte und es könnte ja sein, dass man dann auf die Idee kommt zu sagen, nee, ich lasse diesen Reiz überhaupt gar nicht nach außen, ich halte mir die Nase zu und schließe den Mund und so unterdrücke ich letzten Endes diesen Reiz. Das ist aber tatsächlich eine schlechte Idee, weil der Druck trotz alledem entsteht und der entlädt sich dann letzten Endes nach innen. Das hat bei einem Engländer dazu geführt, das ging auch sehr, sehr stark durch die Presse Anfang dieses Jahres, hat bei einem Engländer dazu geführt, dass im Rachen ein Riss entstanden ist und es zu einer größeren Luftansammlung auch im Brustraum gekommen ist. Dieser Engländer musste eine Woche lang stationär im Krankenhaus behandelt werden mit Antibiotika und diversen anderen Dingen, dass da keine Entzündungen auftreten. Der hatte Probleme beim Sprechen, beim Schlucken auch, also schon massive Problematiken, die da aufgetreten sind, konnte dann nach einer Woche zwar auch wieder wirklich völlig gesundet entlassen werden, aber das ist eins der Beispiele, die so dokumentiert sind, wo man gesehen hat, okay, Niesreiz unterdrücken ist keine gute Idee. Man muss allerdings auch klar sagen, die Fälle, die auftreten, sind nicht unbedingt sonderlich groß, aber man sollte besser das Niesen irgendwie rauslassen. Man kann leider auch nicht lernen, leise zu niesen. Also zumindest habe ich da noch niemanden erlebt, der gesagt hat, ich habe im Laufe meines Lebens gelernt, irgendwie anders zu niesen. Also entweder niest man lauthals raus oder eher so ein bisschen stumm und leise. Das scheint so ein bisschen Veranlagerung zu sein, wie man das hinbekommt. Aber ihr solltet, wie gesagt, den Niesreiz idealerweise irgendwie auffangen, um eure Mitmenschen zu schützen. Wir produzieren, das fand ich eigentlich ganz lustig, ich habe hier mal so ein Beispiel genommen, 1 Liter Sekret, also das ist schon einiges in unserer Nase. Das ist schon, wenn man sich das so vorstellt, was da so am Tag tatsächlich alles zusammenkommt, schon viel. Also ist klar, mit diesem Sekret geht beim Niesen natürlich dann auch so ziemlich viel raus. Das merkt man so gar nicht. Also das heißt jetzt nicht, dass ihr den ganzen Liter da entsprechend mit den Taschentüchern aus der Nase irgendwie rausholen müsst, sondern klar, da schluckt man, das landet im Magen. Aber 1 Liter Sekret produziert unsere Nase, um tatsächlich die Nase permanent auch zu reinigen, weil klar, gerade durch die Umwelt,
durch Staub, durch Dreck landet schon viel mit der Atemluft in unseren Atemorganen, in unserer Nase. Und unsere Nase hat darüber hinaus ja auch eine sehr, sehr dichte Behaarung. Und diese Behaarung, die schlägt auch zum Reinigen die Partikel immer wieder entsprechend in eine Richtung. Und da haben Studien auch gezeigt, dass der Niesreiz auch kurzfristig die Tätigkeit dieser Haare auf unserer Schleimhaut beschleunigt und somit den Reinigungsprozess erhöht. Also es gibt mehrere Gründe, warum Niesen durchaus zum Reinigungsprozess dazugehört. Und viele zupfen sich ja auch gerne mal so die Nasenhaare raus oder aber auch die Augenbrauen und wundern sich dann, dass sie niesen müssen. Ist vielleicht auch zum Abschluss nochmal ein ganz schöner Punkt, warum man dann niesen muss, weil das passt ja nicht zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass es in der Regel Partikel sind. Aber dieses Rausrupfen erzeugt auch ein kleines Signal an diesem Trigeminusnerv und führt dann zu den gleichen Reaktionen im Gehirn und letzten Endes zum Niesreiz. Und jeder vierte von uns, und das fand ich eigentlich auch sehr interessant, muss niesen, wenn er in helles Licht guckt, also in die Sonne zum Beispiel reinschaut. Also wer das von euch bei sich beobachtet hat und sich wundert und denkt, jedes Mal, wenn ich irgendwie in die Sonne groß gucken muss, muss ich niesen. Das ist durchaus scheinbar normal und scheint viele Menschen zu betreffen. Solltet ihr noch irgendwelche lustigen, witzigen Dinge zum Niesen wissen oder weitere Fragen, gerne in die Kommentare rein und natürlich auch weitere andere Fragen, die ich dann in nächsten Videos einmal beantworten darf. Abonniert abschließend klar noch meinen Kanal, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt vor allen Dingen gesund, tschüss und bis zum nächsten Mal.